Willkommen zurück zum Videoschnitt-Tutorial auf gewegner.de. Es geht um den Videoschnitt mit DaVinci Resolve. Wir haben jetzt schon einiges vorbereitet. Ihr habt eure Sequenzen sortiert, ausgemistet, gekürzt und jetzt geht es um den eigentlichen Schnitt. Und zwar machen wir heute erstmal einen Grobschnitt. Dazu werden wir uns die Sequenzen, die ihr letztes Mal vorbereitet habt, in das Schnittfenster reinziehen. Dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, wie an einem Schneidetisch die einzelnen Sequenzen zurecht zu positionieren, nochmal zu kürzen und so weiter. Das zeige ich euch alles heute. Zurück im Studio und ihr seht, es hat sich ein bisschen was an unserer Kulisse geändert. Wir waren nämlich in den letzten Tagen fleißig. Ich habe mir einen lang gehegten Traum erfüllt, nämlich ein eigenes Videostudio. Ich finde, es sieht echt schon ganz cool aus. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt. Aber es soll natürlich nichts an den Inhalten ändern. Wir kümmern uns um Videoschnitt mit DaVinci Resolve und dazu schalte ich jetzt mal direkt rüber. Hier sind wir in unserem Resolve. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe, ihr habt sie auch gemacht. Ich habe nämlich weiter sortiert. Und ihr seht, ich bin hier in dem Smart Bin, blaue Flagge, den wir letztes Mal angelegt haben. Wir haben ja die einzelnen Sequenzen ausgesucht, die wir in unserem Film verwenden wollen. Wir haben sie mit einer blauen Flagge markiert, mit der Taste Steuerung F1. Und wir haben danach die In- und Out-Points gesetzt, um einfach schon mal grob zu markieren, welche Bereiche aus diesen Clips wir verwenden wollen. Dieses Sortieren nach der blauen Flagge ist natürlich deswegen gut, weil wir dadurch eine gewisse Vorauswahl treffen. Einige haben gefragt, warum ich denn nicht die Clips, die ich für nicht verwendenswert halte, aus dem Projekt einfach mit der Entfernen-Taste rausnehme und sie so dann aus den Augen, aus dem Sinn sind. Ich mache das deswegen nicht, weil ich möglicherweise später in die Situation komme, dass ich vielleicht doch noch im späteren Verlauf des Schnitts Clips brauche, die ich vielleicht im ersten Ansatz verworfen habe. Der zweite Punkt ist, und den habe ich eigentlich ausführlich beim Thema Fotosortierung Indianer lernt fotografieren erklärt. Der zweite Punkt ist einfach, dass wir mit einem positiven Ansatz, nämlich die besonders guten Clips mit einer blauen Flagge zu markieren, uns das Leben wesentlich einfacher machen als mit dem Negativansatz, wo wir uns entscheiden müssen, dass wir bestimmte Clips ein für alle Mal quasi aus dem Projekt rauswerfen. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir in der blauen Flagge relativ viele Clips haben und die natürlich überhaupt noch keine Ordnung in sich haben. Natürlich könnte man jetzt basierend auf diesen Clips direkt in die Zeitleiste gehen und mit dem groben Videoschnitt anfangen. Ich habe mich aber für ein etwas anderes Vorgehen entschieden und das möchte ich euch mal zeigen. Und ich denke, dass dieses bisschen mehr an Arbeit, was wir hier in das Sortieren der Medien stecken, sich nachher beim Schnitt ganz krass auszahlen wird. Ich habe mir hier jetzt Unterordner angelegt und die habe ich in einen Ordner erste Sichtung reingepackt. Immer wenn ich jetzt Ordner sage, meine ich diese sogenannten Bins in DaVinci Resolve. An dieser Stelle haben wir uns jetzt gelöst von der Festplattenstruktur, von den Ordnern, die wir hier oben haben und wir können jetzt hier beliebige virtuelle Ordner anlegen. Ich zeige euch einfach, wie das geht. Ihr könnt jetzt hier einfach mit der rechten Maustaste reinklicken, dann New Bin sagen und dann legt ihr hier mein neuer Ordner an. Ja? Und diese Ordner, die könnt ihr beliebig untereinander schachteln, ihr könnt sie verschieben, ihr könnt Unterordner anlegen und so weiter. Ich lösche den jetzt erstmal wieder. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich bin von meiner blauen Flagge ausgegangen und habe dann angefangen, mir die einzelnen Clips in die Ordner zu sortieren. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel, wenn ich Kaiman-Clips gefunden habe, habe die mit gehaltener Steuerung-Taste mir die Clips, wo Kaimane drin vorkommen, markiert und habe die dann hier in den Ordner Kaimane gezogen. Ja, oder hier die Clips mit Capivaras habe ich in den Ordner Tiere gezogen. Dadurch, dass das jetzt hier ein Smart Bin ist und die blaue Flagge sich ja nicht geändert hat, bleiben die trotzdem in diesem Smart Bin ja drin. Das ist ja nur eine virtuelle Suche. Wo sie heraus verschwunden sind, ist hier oben aus dieser Ordnerstruktur. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt diese gefilterten Bilder in unsere Kategorien einsortiert haben, dann bleibt hinterher oben nur noch das übrig, was wir nicht einsortiert haben. Sprich auch das, was keine blaue Flagge hat.
Und diese Ordner hier, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, weil das sind ja nur die Restbilder, die wir nicht verwendet haben. Und die würde ich jetzt einfach mal verstecken wollen hier. Dazu lege ich mir wieder einen neuen Bin an, Add Bin, und nenne den einfach mal Rest. So, jetzt landet der ganz unten. Und ich verschiebe mir hier diese ganzen Geschichten da rein. Das mache ich eigentlich nur deswegen, damit ich das hinterher einklappen kann hier. Dummerweise hat er mir jetzt hier meine erste Sichtung auch mit reingezogen. Das heißt, die würde ich jetzt hier einmal wieder nach oben schieben. So, das ist jetzt hier Rest. Kann ich zuklappen und das landet unten. Wenn ihr so ein bisschen die Ordnung beeinflussen wollt, die das DaVinci hier bei der Sortierung verwendet, dann könnt ihr euch die Bins entsprechend ein bisschen umbenennen. Ich mache das jetzt hier mal und nenne den zum Beispiel mal Hashtag Rest und dann plötzlich wird er nach oben sortiert, weil dieses Hashtag-Zeichen in der ASCII-Tabelle weiter oben steht als ein Buchstabe. Könnt ihr euch einfach merken, alles was ihr mit einem Hashtag verseht, landet oben. Wenn ihr die Sortierung grundsätzlich ändern wollt, könnt ihr hier mit der rechten Maustaste drauf gehen und dann hier Sort by und das auf Name, dann wäre das der Name letzten Endes, den ihr vergeben habt. Bei Date Created ist es das Datum, wann ihr den Bin angelegt habt. Jetzt haben wir eine erste Sichtung. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Da habe ich jetzt meine Clips an Land, hier habe ich meine Kaimane, hier habe ich meine Menschenbilder, Pflanzen und so weiter. Das ist jetzt eigentlich schon ein ganz guter Schritt, wo wir anfangen könnten zu schneiden. Nichtsdestotrotz möchte ich eure Geduld doch noch ein klein bisschen auf die Probe stellen, denn ich möchte euch mal zeigen, dass es sich lohnen kann, am Anfang ein bisschen mehr Zeit in das Vorbereiten der Clips zu stecken. Diese Zeit wird man hinterher doppelt und dreifach beim eigentlichen Schnitt sparen. Denn immer noch haben wir ja eigentlich kein richtiges Konzept, in welche Reihenfolge wir unsere Clips nachher in der Zeitleiste bringen werden. Und deswegen habe ich mir jetzt, bevor ich überhaupt anfange, damit dem eigentlichen Schnitt mal Gedanken darüber gemacht, was möchte ich in diesem Film eigentlich erzählen. Die einfachste Möglichkeit, mit einem Film eine Geschichte zu erzählen, ist nämlich tatsächlich eine Geschichte zu erzählen. Sprich also wirklich einen Sprecher zu haben, der ein bisschen was darüber erzählt, weil dann lassen sich die Aufnahmen dieser Geschichte zuordnen und der Zuschauer hat automatisch einen Bezug zu dem, was ihm da erzählt wird. Wenn ihr versucht, einen Film nur mit Musik ohne Sprecher zu hinterlegen, dann müsst ihr die Geschichte rein visuell erzählen, rein mit den Clips und das ist aus meiner Erfahrung heraus viel, viel schwieriger. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal die Geschichte, die ich erzählen will, aufgeschrieben. Dazu habe ich einfach mal ein bisschen im Netz recherchiert, habe mir ein paar Daten, Zahlen und Fakten zum Pantanal rausgesucht, habe das Ganze ein bisschen so formuliert, wie ich es vorlesen würde, also erzählen würde für den Film. Wir können uns das ja mal anschauen. Also los geht's natürlich mit einer Einleitung. Wir wollen die Zuschauer abholen. Da habe ich also geschrieben, das Pantanal ist eines der größten Feuchtgebiete der Erde und liegt im Südwesten Brasiliens. Es hat die Größe der alten Bundesländer. Da ordnet man das ein bisschen ein. Dann gehe ich darauf ein, wie es überhaupt zu dem Film kam. Deswegen erzähle ich dann, ich bereise es mit meiner Fotogruppe im Rahmen einer Fotoexpedition nach Brasilien. Weiter geht's dann erzähle ich, während der Regenzeit vom November bis März stehen 2/3 des Pantanals unter Wasser. Das ist ja ganz wichtig zu wissen. Die Tiere ziehen sich dann in die Trockenwälder und an die Ufer der Flüsse zurück. So, und so habe ich mir eigentlich die ganze Geschichte auf 2 Seiten aufgeschrieben, nicht mehr. Habe das so weit wie möglich auch kurz und knapp gehalten, denn zusätzlich zu diesem Text wollen wir ja später auch noch Bereiche haben, wo ein bisschen Musik gespielt wird, ein bisschen stimmungsvolle Aufnahmen gezeigt werden. Wir wollen ja den Zuschauer nicht die ganze Zeit zutexten. Ganz wichtig jetzt, jetzt habe ich diesen Text genommen und habe ihm Unterüberschriften verpasst. Geht los mit Einleitung, danach Wassertrockenwald, dann erzähle ich was über die Vögel und das Wappentier des Pantanaus, den Jabiru. Danach erzähle ich was über den Riesenotter, dann über die Capivaras, am Ende über die Victoria-Seerosen und zum Abschluss gibt es da noch ein paar stimmungsvolle Bilder, einen Sonnenuntergang bis hin den Abschluss in die Nacht. So, und das ist ganz wichtig, denn damit habe ich jetzt diese gesamte Geschichte mit den Unterüberschriften so ein bisschen runtergebrochen in einzelne kleine
Teilfilme oder kleine Teilbereiche dieses Films. Und die möchte ich jetzt gerne im DaVinci Resolve auch als Bins anlegen. So, und dazu lege ich jetzt hier einfach mal einen weiteren Bin an. Rechte Maustaste, Add Bin. Und den nenne ich mal zweite Sichtung. Zweite Sichtung ist jetzt hier unterhalb von erste Sichtung sortiert. Resolve macht das mit den Sortierungen so ein bisschen seltsam. Es sortiert nämlich hier, unabhängig davon, wie es hier sortiert. Also hier könntet ihr jetzt auch die Sortierung entsprechend genauso einstellen, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, nämlich nach Clipname. Dann einmal umsortieren. So, dann stimmt es auch wieder. In diese zweite Sichtung, da kommt jetzt ein Bin rein, den ich Einleitung nenne. Dann kommt hier ein Bin rein, den ich Wassertrockenwald nenne. Das entspricht jetzt genau der Dramaturgie, die wir uns überlegt haben. Nächste wäre dann Vögel Jabiru. So, und jetzt können wir natürlich auch hergehen und die entsprechend nochmal umbenennen. Dann würden wir 01 Einleitung machen, 02 Wassertrockenwald, Vögel Jabiru. Und ihr seht, er sortiert wieder nicht automatisch. Ich muss ihm hier einmal sagen, auf absteigend und dann wieder auf aufsteigend gehen und dann hat er die Sortierung hingekriegt, damit ich die dann auch in der entsprechenden Reihenfolge habe. Das ist aber wirklich nur optisch und spielt an sich sonst keine Rolle. Gucken wir doch zum Beispiel mal, wie wir diesen Ordner Vögel Jabiru füllen. Dazu brauche ich jetzt eigentlich nur auf meinen Ordner Tiere zu gehen, mir dann jetzt hier alle Aufnahmen mit Vögeln rauszusuchen. Hier wären auch die zwei Aufnahmen des Jabirus. So, hier habe ich noch Vogel, Vogel. Ich kenne die Aufnahmen ja schon von der Vorsortierung. Das heißt, ich schiebe mir die jetzt hier in diesen Bin rein. So, dann wenn wir schon dabei sind, dann haben wir ja hier noch die Aufnahmen von den Capivaras und schieben das nach Capivaras. Im Endeffekt geht es jetzt darum, dass wir jetzt die Aufnahmen, die wir vorsortiert haben, jetzt schon mal so ein bisschen anhand unserer Geschichte auf die einzelnen Bereiche der Geschichte aufteilen. Das zum Beispiel hier, das sind Aufnahmen aus dem Trockenwald. Und an der Stelle, wo ich hier über den Trockenwald erzähle, da würden diese Aufnahmen reinkommen. Und das Gute ist, ihr seht dadurch, dass die hier oben raus verschwinden, wisst ihr dann immer schon, welche ihr schon vergeben habt. Werde jetzt auf ein Projekt wechseln, wo ich das schon mal vorbereitet habe. Dabei kann ich euch direkt auch mal zeigen, wie ihr mit verschiedenen Projekten arbeitet. Ich gehe jetzt mal in den Projektmanager und das ist im Grunde genommen das Fenster, was aufgeht, wenn ihr das DaVinci Resolve startet. Hier habe ich jetzt mal Pantanal erste Sichtung und hatte mir ein Pantanal zweite Sichtung angelegt. Wundert euch nicht, wenn hier mal sowas wie Media Offline erscheint. Diese Vorschaubilder, die werden nicht immer ganz akkurat aktualisiert. Wie habe ich dieses Projekt angelegt? Ihr könnt in diesem Projektmanager hier einfach zum Beispiel mit Steuerung C und Steuerung V ein Projekt kopieren und einfügen. Er macht jetzt eine Kopie einfach meines Projektes unter einem anderen Namen. Da setzt er einfach jetzt Copy dahinter. Das heißt, ich hätte jetzt mein komplettes Projekt einmal kopiert, kann das dann halt auch entsprechend umbenennen. Rechte Maustaste, Rename, nenne das jetzt hier mal Test. Dadurch habe ich ganz einfach die Möglichkeit, eine Kopie zu einem Projekt anzulegen. Ich öffne jetzt mal mein Projekt zweite Sichtung. Da habe ich jetzt schon ein bisschen weitergearbeitet, habe nämlich hier die ganzen Ordner angelegt, die meiner Geschichte entsprechen und habe die mit den entsprechenden Clips gefüllt. Das habe ich mir überlegt, soll in der Einleitung vorkommen. Da fangen wir hier mit einem stimmungsvollen Sonnenaufgang an, dann ein bisschen Nebel auf dem Wasser hier auch nochmal, dann kommt die Sonne raus. An der Stelle, wo ich über mich spreche, dass ich mit der Fotogruppe unterwegs bin, zeige ich auch ein Bild von mir. Dann kommt Wassertrockenwald, da haben wir hier einmal das Feuchtgebiet und dann haben wir hier entsprechend, ich mache das nochmal ein bisschen größer, dann haben wir hier die Trockenwaldsequenzen und hier könnte man gegebenenfalls noch einen Menschen, der durch diesen Trockenwald läuft, reinnehmen. Dann Vögel Jabiru, da haben wir jetzt die Vogelaufnahmen, das hatten wir gerade gemeinsam gemacht. Wir haben jetzt hier diesen Oberordner zweite Sichtung, den Oberordner erste Sichtung. Ich habe den jetzt hier mit einem Add-Zeichen vorne benannt, einfach weil das dann auf jeden Fall unter dieses Hashtag-Zeichen Rest sortiert wird. Da könnt ihr mal mit entsprechenden Buchstaben oder Sonderzeichen experimentieren, in welche Reihenfolge die dann alphabetisch sortiert werden. Das ist jetzt das, womit wir arbeiten werden. Und jetzt geht es endlich in den tatsächlichen Videoschnitt.
Und das machen wir im Edit-Modul. Dazu schaltet ihr hier unten auf die Edit-Seite im DaVinci. Und dort findet ihr jetzt auch wieder euren Mediapool. Wenn ihr ihn nicht seht, könnt ihr ihn hier oben über diese Schaltfläche ein- und ausblenden. Hier sind nach wie vor jetzt unsere Clips aus dem Bereich Einleitung gesammelt. Und wir wollen die jetzt in einer Zeitleiste einblenden. Die Zeitleiste ist hier unten und tatsächlich wird das Zeitleistenobjekt erst dann angelegt, wenn ihr wirklich den ersten Clip in die Zeitleiste reinzieht. Ich mache das, indem ich den Clip einfach hier ablege und jetzt erzeugt DaVinci Resolve hier ein Timeline-Objekt. Das benenne ich jetzt einfach mal um. Pantanal, Grobschnitt. Hier landet jetzt euer eigentlicher Schnitt drin. Ich empfehle euch, diese Zeitleistenobjekte nicht mit den Clips zusammen aufzuheben. Dafür wird es ja idealerweise für einen Film maximal ein oder zwei geben. Deswegen verschiebt euch das lieber hier hoch in den Master. Dort wisst ihr dann immer genau, wo die Hauptzeitleiste zu finden ist. Ich gehe jetzt mal zurück in den Bereich Einleitung. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, euren Abspielkopf, sogenannten Playhead, zu positionieren. Und dann seht ihr hier entsprechend das Bild, wo ihr gerade seid. Mit der Leertaste könnt ihr den Clip abspielen und mit der Leertaste auch wieder anhalten. So, hier könnt ihr jetzt euren Clip auf der Zeitleiste positionieren und da das der erste werden soll, schiebe ich den jetzt mal ganz nach links. Jetzt kann ich einen weiteren Clip hinzufügen. Nehmen wir mal an, hier dieser stimmungsvolle Clip mit der Sonne soll der zweite werden. Dann ziehe ich mir den jetzt hier rein und ihr merkt schon, wenn ihr das da ranfahrt, dann klickt dieser Clip am Ende des ersten Clips ein. Und was man hier ganz schön jetzt sehen kann, ist, dass hier oben im Media Pool eine rote Linie zu sehen ist und zwar genau zwischen dem In- und dem Out-Point. Und das zeigt euch, dass dieser Clip jetzt in der Zeitleiste genau während dieser roten Linie verwendet wurde und der ist deswegen zwischen dem In- und Out-Point, weil wir ja jetzt den Clip da reingezogen haben und wir haben ja genau deswegen die In- und Out-Points schon vorher mühsam gesetzt, damit wir jetzt eben schon diese gekürzten Clips bekommen, wenn wir sie in die Zeitleiste reinziehen. Trotzdem könnt ihr jetzt diese Clips hier noch verlängern. Wenn ihr nämlich ans Ende eines Clips geht, dann könnt ihr den einfach trotzdem länger ziehen und wenn ihr dann hier mal schaut, dann wird diese rote Linie etwas länger und zeigt euch an, dass ihr mehr von dem Clip verwendet habt, als mit dem In- und Outpoint gekennzeichnet wurde. Wenn ihr jetzt einen Clip zwischen diesen beiden einfügen möchtet, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die naheliegendste wäre, ihr schiebt diesen Clip nach hinten und zieht euch dann einen weiteren Clip dazwischen, lasst den hier fallen und zieht diesen Clip dann wieder vor. Eine andere Möglichkeit wäre, und dazu nehme ich diesen Clip erstmal wieder raus, drücke die Entfernen-Taste. Die Entfernen-Taste löscht einen Clip hier aus der Zeitleiste und zieht die nachfolgenden Clips entsprechend dran. Wenn ich jetzt diesen Clip einfügen möchte, kann ich ihn mir hier auch auf der linken Seite durch einen Doppelklick laden und ihn dann, wenn mein Playhead an der richtigen Stelle ist, einfach hier nach rechts ziehen. Und jetzt seht ihr, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Insert, es gibt Override, es gibt Replace. Insert wäre jetzt das, was uns ein Einfügen ermöglichen würde. Und wenn ich das darauf fallen lasse, dann fügt er mir den Clip automatisch dazwischen ein. Ich hatte euch ja eben gesagt, mit der Entfernen-Taste könnt ihr einen Clip löschen und es wird von hinten rangezogen. Wenn ihr den Clip entfernen möchtet, ohne dass rangezogen wird, dann nehmt ihr einfach die Backspace-Taste, also Rückschritt-Taste und dann wird der Clip entfernt und es bleibt eine Lücke offen. So, wenn ihr jetzt diese Lücke schließen wollt, dann könnt ihr die einfach auch markieren durch einen Klick mit der Maus und dann einfach auch auf Entfernen drücken. Dann wird von hinten rangezogen, genauso wie das eben war, als ihr den einzelnen Clip gelöscht habt. Ich werde mir jetzt die weiteren Clips hier mal reinziehen, in der Reihenfolge, wie ich jetzt erstmal denke, dass es passen könnte. Ich nehme hier nochmal die Stimmungsclips, pack die dahinter. Und wir können auch noch einmal die Funktion zum Einfügen nutzen. Das heißt, ich nehme diesen jetzt mal, lade ihn mir hier in meine Vorschau rein. Und übrigens, wenn ihr jetzt hier nochmal reinschauen wollt, dann könnt ihr einfach hier auch in der Vorschau den Clip abspielen. Und ihr könntet theoretisch dann jetzt auch hier nochmal die In- und Out-Points setzen oder verändern. Entweder indem ihr jetzt hier das zieht, wenn ihr zum Beispiel hier an dieser Stelle hier vorne ist ja die
Spitze von dem Boot noch mit drin. Ich kann jetzt also den Endpoint so lange nach hinten schieben, bis die Spitze von dem Boot weg ist und mir dann halt einen anderen Outpoint suchen und hier zum Beispiel O drücken. Dann würde das jetzt hier als Outpoint gesetzt. Ihr seht, das ändert sich dann auch hier wieder an diesen zwei Balken. Und jetzt kann ich mir diesen Clip hier rüberziehen und dann einfach auf Insert gehen und dann würde der Clip auch hinten angehängt. Und ihr seht, wir haben jetzt im Grunde genommen alle Clips bis auf diesen einen mit mir. Ich würde den jetzt auch einfach mal ans Ende hängen. Wenn ich diesen Clip jetzt nach vorne ziehen möchte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist immer, ihr könnt Clips auf weitere Spuren verschieben. Das heißt, ihr könnt diesen Clip jetzt hier mal hochnehmen, dann wird DaVinci automatisch eine neue Spur anlegen. Jetzt könntet ihr den nach links ziehen. Das wäre so das klassische Vorgehen. Dann das hier nach rechts und dann könnt ihr den hier einfallen lassen. Das ist aber relativ umständlich. Deswegen, ich mache nochmal rückgängig. Der bessere Weg ist, ihr nehmt diesen Clip von hier hinten und ihr drückt dann die Steuerung und die Shift-Taste gleichzeitig. Haltet die gedrückt. Und jetzt zieht ihr den Clip nach vorne an die Stelle, wo er hin soll. Dann werden automatisch die anderen beiden Clips nach hinten geschoben. Das ist eine super praktische Funktion. Ja, auf die Art und Weise könnt ihr wirklich sehr schnell Clips in der Zeitleiste verschieben. Das wird ja wichtig hinterher, auch wenn ihr eure Dramaturgie umsetzen wollt, eure Geschichte erzählen wollt, dass ihr noch die Möglichkeit habt, Clips zu verschieben und auszutauschen. Je mehr Clips ihr natürlich in der Zeitleiste habt, umso größer wird die, umso mehr müsst ihr hin und her schieben. Dafür gibt es hier diese Zoom-Leiste. Damit könnt ihr aus der Zeitleiste rauszoomen oder wieder reinzoomen. Und als Ankerpunkt in der Mitte wird halt euer Abspielkopf hier verwendet. Der bleibt quasi immer in der Mitte, wenn ihr reinzoomt oder rauszoomt. Wenn ihr jetzt sehr weit reingezoomt seid in eure Zeitleiste und hier detailliert arbeitet, und ihr möchtet jetzt einmal kurz sehen, wo ihr überhaupt seid, dann könnt ihr die Taste Shift und Z drücken. Dann zoomt er die Zeitleiste einmal komplett auf den Bildschirm. Und wenn ihr dann wieder Shift Z drückt, dann landet ihr wieder in der Zoom-Position, in der ihr vorher wart. Ja, jetzt wisst ihr, wie ihr Clips in der Zeitleiste positioniert, wie ihr sie arrangiert. Das ist eigentlich relativ einfach und intuitiv. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal so ein bisschen wieder zu unserem Film kommen und uns überlegen, wie lang sollen denn diese Clips dann hinterher wirklich abspielen. Und ich finde immer, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, wenn man die Clips einfach so in ihrem Rohzustand abspielt. Denn die Geschwindigkeit der Schnitte hinterher, also wie kurz oder lang die Clips sind, wie schnell die einzelnen Clips aufeinander folgen, hängt auch stark von der Stimmung ab, die man transportieren möchte. Und diese Stimmung, die hängt natürlich stark von der Musik ab, auch die man hinter die einzelnen Clips dann legt. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz wertvoll, wenn wir schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt uns ein bisschen Gedanken über die Musikauswahl machen, weil das eigentlich auch so die Taktung des Videos dann hinterher ein bisschen mitbestimmt. Wir werden nochmal in einer der nächsten Folgen darüber sprechen, wo ihr Musik herbekommt, die ihr dann auch ohne Probleme öffentlich verwenden könnt, sprich also auch auf Plattformen wie YouTube oder andere hochladen könnt, ohne dass es rechtliche Schwierigkeiten gibt. Das machen wir aber nicht heute, sondern jetzt könnt ihr einfach erstmal ein beliebiges Soundfile nehmen auf eurer Festplatte. Wenn es etwas ist von einem kommerziellen Künstler, dann dürft ihr es halt nicht veröffentlichen, aber für unsere Übungen jetzt ist das in Ordnung. Ich habe mir hier einfach mal ein paar Musikstücke schon mal rausgesucht, die man hier ganz gut verwenden kann. Und ich nehme die jetzt einfach mal und ziehe die aus meinem Explorer hier in meinen Media Pool. Und hier seht ihr das auch direkt als Audio Waveform jetzt angezeigt. Das ist ein Musikfile. Und ich empfehle euch, für die Musiken extra Bin anzulegen. Wir machen jetzt hier mal die rechte Maustaste New Bin und legen jetzt hier ein Bin für Musik an. Und da würde ich jetzt einfach mal dieses Musikfile reinlegen, weil ansonsten habt ihr die Musik hinterher in den einzelnen Ordnern mit den Filmclips und irgendwann wird das komplett unübersichtlich. Um diese Musikdatei in die Timeline reinzuziehen, gibt es wieder genau die gleichen Möglichkeiten, die wir eben hatten. Entweder wir laden uns die hier in unsere Vorschau, dann können wir sie einmal kurz anspielen und auch anhören. Von hier aus können wir sie dann nach rechts ziehen, dann wieder mit Insert, Override und so weiter einfügen. Oder ihr könntet natürlich auch direkt eure Musik hier unten reinziehen.
ich mache das jetzt mal so, weil ich dann besser sehe, wo er sie jetzt genau einsetzt. Und ich würde das Musikstück ja gerne am Anfang starten lassen. Jetzt möchte ich wieder aus meiner Zeitleiste rauszoomen. Und wir haben uns ja gemerkt, dass wir mit Shift-Z einmal komplett rauszoomen können. Dann können wir uns das jetzt hier nach vorne schieben. Alternativ könnt ihr auch die bekannten Tasten Steuerung Plus nutzen, um reinzuzoomen, und Steuerung Minus, um rauszuzoomen aus eurer Zeitleiste. Wenn wir das Ganze jetzt abspielen, dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass unsere Geräusche hier von dem Audio 1 Spur da noch dabei sind, die Kamerageräusche, die damit aufgezeichnet wurden. Und deswegen werde ich diese Spur jetzt erstmal ausblenden, und zwar indem ich hier auf M wie Mute gehe. Damit wird die komplette Audiospur aus der Kamera stumm geschaltet. Und wenn ihr das jetzt abspielt, dann seht ihr, es bleibt nur noch die Musik. Und jetzt können wir viel besser abschätzen, wie quasi die Stimmung ist, die wir hier transportieren wollen, und können uns dann entsprechend unsere Clips kürzen. Ich würde hier zum Beispiel den ersten Clip ungefähr bis an diese Stelle laufen lassen. Hier sieht man auch schon, hier nimmt die Intensität der Musik zu, und ich würde mir jetzt diesen Clip jetzt hier etwas kürzen. Wie machen wir das? Die eine Möglichkeit, das ist jetzt mal die Brechstangenmöglichkeit, wäre, wir verkürzen diesen Clip, markieren uns dann alle anderen Clips, ziehen das nach vorne. So finde ich es aber eigentlich ein bisschen unschön. Vor allen Dingen, wenn ihr hinterher mehrere Clips habt, ist das sehr unschön. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Die andere Möglichkeit ist, ihr geht hier auf das zweite Werkzeug, diesen Trim Edit Mode. Dann könnt ihr von hier hinten ziehen und den Clip direkt verkürzen. Genauso funktioniert das hier mit dem zweiten Clip. Den könntet ihr entsprechend entweder von links oder von rechts auch kürzen. Wir hören uns das jetzt nochmal an, schauen uns mal den Übergang an. So, und hier würden wir vielleicht auch diesen Clip entsprechend dann auch wieder kürzen. Dann den nächsten Clip, den machen wir auch ein bisschen kürzer. Und diese hier auch. Ihr solltet euch das hinterher ganz in Ruhe wirklich mit der Musik anhören, und ihr solltet dann halt entsprechend schauen, dass ihr eure Schnitte an den Stellen setzt, wo es wirklich passt und wo ihr den Eindruck habt, dass das Ganze auch dann gut klingt und auch nicht zu lange wird. Jetzt haben wir zwischen den einzelnen Clips hier ja harte Schnitte, und das ist auch für 90% aller Fälle das Richtige. Ein harter Schnitt ist im Grunde genommen nie falsch. Das ist das, wenn ihr mal drauf achtet, bei Serien, bei Filmen, was in den allermeisten Fällen eingesetzt wird. Die zweite Variante, die viel, viel seltener eingesetzt wird, ist ein Übergang, eine Überblendung. Überblendung könnt ihr übrigens im DaVinci auch sehr einfach anlegen. Ich zeige euch das mal. Und zwar gehe ich hier mal über den Effects Library. Da könnt ihr euch jetzt hier unten ein Fenster einblenden lassen, wo ihr die einzelnen Effekte seht. Video Transitions, das sind Videoüberblendungen. Damit könnt ihr jetzt hier einfach per Drag and Drop eine Blende zwischen eure Clips ziehen. Jetzt sind wir wieder viel zu weit rausgezoomt. Das heißt, ich würde jetzt hier wieder mit Steuerung Plus mal reinzoomen, damit man das überhaupt sieht. Ich spiele das mal ab. Ihr seht, das wäre jetzt die Überblendung. Ihr könnt die größer machen, indem ihr sie markiert und dann einfach größer zieht. Dann wird die Überblendung langsamer vonstatten gehen. Und an solchen Beispielen wie diesem hier seht ihr, dass eine Überblendung oft gar nicht wirklich ideal ist. Und zwar haben wir hier einmal die erste Sequenz, die ist relativ statisch, die bewegt sich nicht viel, und dann kommt diese schwankende Sonne da rein in der zweiten Sequenz, und das sieht ziemlich unschön aus. Deswegen wäre das eigentlich ein Clip, wo man definitiv keine Überblendung machen sollte. Auf der anderen Seite habe ich mir diese schwankende Sonne eigentlich auch überhaupt nur deswegen ausgesucht, weil ich wusste, dass ich die noch stabilisieren würde. Das ist eigentlich was für eine weitere Folge, wie man Clips bearbeitet, wie man in Clips nochmal ein bisschen reinzoomen, rauszoomen, wie man sie stabilisiert. Ich zeige euch das einfach mal kurz, dass es wirklich super einfach ist, auch einen Clip zu stabilisieren, denn das gibt euch auch so ein bisschen bei der Auswahl der Clips ja eine gewisse Sicherheit, dass ihr wisst, selbst wenn der Clip ein bisschen schwankt, müsst ihr ihn nicht wegwerfen, sondern ihr könnt ihn hinterher immer noch stabil kriegen. Ich habe also jetzt hier diesen Clip selektiert und habe mir hier oben mal den Inspektor eingeblendet.
Bei dem Inspektor gibt es jetzt verschiedene Werkzeuge. Und hier könnt ihr zum Beispiel auf Stabilization gehen, Doppelklick drauf. Da gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viele Einstellungen. Ich klicke jetzt einfach einmal auf Stabilize und der analysiert mir jetzt den Clip und wird ihn automatisch versuchen zu beruhigen. Bei den Standardeinstellungen wird er immer noch leicht schwanken, weil die Kamera nachgeführt wird. Ich zeige euch das mal. Das ist also deutlich weniger, das Schwanken geworden. Und wenn ihr hier auf Camera Lock geht, dann wird das Ganze ruhig gestellt. Ihr müsst dann nur nochmal auf Stabilize gehen. Und jetzt zoomt er weiter rein in das Bild, weil er natürlich Platz links und rechts braucht, um diesen Effekt zu berechnen. Aber ihr seht, die Sonne ist jetzt ganz ruhig gestellt. Da schwankt jetzt nichts mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt hier eine Überblendung macht, wirkt das schon mal besser. Noch besser würde es wirken, wenn die beiden Sonnen übereinander lägen. Ja, ihr merkt schon, ich komme jetzt schon hier von einem zum nächsten. Aber ich möchte euch das unbedingt zeigen, weil das nämlich echt cool ist. Ihr könnt einfach jetzt hier oben bei Transform die Position des zweiten Clips nach rechts verschieben. Jetzt ist hier natürlich keine Luft. Das heißt, ihr müsst mit Zoom nochmal in den Clip reinzoomen. Könnt ihn euch dann dorthin schieben, wo die andere Sonne ist. Und jetzt liegen die Sonnen quasi übereinander. Und wenn ihr das jetzt abspielt, dann wirkt das ganz anders, wenn ihr diese Überblendung macht, als vorher mit dieser schwankenden Sonne. Ihr seht also, mit ganz, ganz wenigen einfachen Mitteln kann man im DaVinci Resolve seine Kreativität fördern und man kriegt richtig Lust, da weiterzumachen und sich jetzt mit diesen Clips zu beschäftigen, sich jetzt zu überlegen, wie bringe ich die mit der Musik zusammen, wie gehe ich hier vor. Bevor wir diese doch jetzt relativ lange Folge beschließen, möchte ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar, ihr könnt auch Clips in der Mitte durchschneiden. Das ist insbesondere dann wertvoll, wenn ihr mehrere Bereiche aus einem Clip rausnehmen wollt. Ihr habt ja gemerkt, dass bei den In- und Out-Points es nicht möglich ist, mehr als einen In- und Out-Point zu setzen. Das heißt, bei manchen Clips, die man halt lang gelassen hat, weil man noch nicht genau wusste, welchen Bereich man daraus nimmt. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein Beispiel, zum Beispiel diesen Clip hier. Ziehe den mal hier hinten rein. Und jetzt kann es ja sein, dass ich den in der Mitte durchschneiden möchte hier. Dazu gibt es hier dieses Blade Tool, also die Klinge, die könnt ihr markieren oder einfach mit B aufrufen. Und wenn ihr dann hier reinklickt in den Clip, dann ist dieser Clip einmal durchgeschnitten. Das heißt, ihr könnt ihn dann wieder verschieben und habt jetzt zwei Clips. Ihr könnt die dann unabhängig voneinander verkürzen oder verlängern und könnt den jetzt natürlich auch wieder zum Beispiel mit Steuerung Shift hier vorne reinschieben. Dann würde der erste Teil hier ablaufen, der zweite Teil hier ablaufen. Wenn ich mir diesen Clip jetzt nochmal kürzen möchte, dann mache ich das am einfachsten so. So, und wenn ich mir das jetzt abspiele, sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus. Wenn mein Video jetzt hier enden sollte, dann könnte ich jetzt hier die Musik natürlich entsprechend teilen. Ich drücke die Taste B, um wieder auf meine Klinge zu kommen. Ich drücke die Taste A. Damit schaltet ihr hier zurück auf die File-Modus. Dann markiere ich mir das, drücke Entfernen, um den Rest der Musik zu löschen. Und wenn ihr das jetzt abspielt, dann ist das Ende natürlich sehr abrupt. In DaVinci könnt ihr sehr einfach das Ganze ausklingen lassen. Und zwar habt ihr hier unten so Anfasser oben rechts und oben links bei den Clips. Und wenn ihr den nach links zieht hier, dann wird euer Audio ausgeblendet. Und das gleiche gilt fürs Video. Wenn ihr hier diesen Anfasser nach links zieht, wird das Video ausgeblendet. Ich spiele das jetzt nochmal ab. So sieht das fürs Ende eigentlich schon viel, viel besser aus. Das gleiche könnt ihr für den Anfang machen. Könnt ihr hier oben links anfassen, einblenden. Audio einblenden. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen Anfasser erwischt. Audio einblenden, Video einblenden. So. Zu guter Letzt würde ich gerne mir hier diese Sequenz auch stabilisieren. Das heißt, ich habe hier ja rechts noch meinen Inspektor offen. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach einmal auf Camera Lock und Stabilize. So, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen hoch und muss mir meinen Horizont noch etwas gerade drehen. Ihr könnt entweder hier über die, das ist sehr grob über diese Schalter hier, oder hier hinten ist es ein bisschen feiner. Wenn ihr natürlich dreht, erscheint hier unten noch so ein bisschen was Schwarzes, also
Zoomen wir da auch noch ein bisschen rein. Fertig. So, gucken wir uns das mal an. Obwohl ich nicht vom Stativ gefilmt habe, ist das total ruhig. Jetzt kriegen wir den schönen Übergang zu unserer großen Sonne. Das sieht doch alles schon ganz stimmungsvoll aus. Das war's für heute. Die Folge ist deutlich länger geworden, als ich eigentlich wollte. Wir haben wirklich schon sehr viel gemacht, aber ihr merkt selber, man kommt von einem zum nächsten. Und das ist jetzt eigentlich auch das, was so richtig Spaß macht und auch so richtig, wo man kreativ werden kann. Nämlich, wenn man jetzt wirklich mit diesen einzelnen Clips arbeitet, die Reihenfolge verändert, die Musik dahinter macht, sich überlegt, wo macht man Überblendung, wo nicht. Das ist das, was eigentlich wirklich Spaß macht. Und das nächste Mal werde ich euch dann zeigen, wie ihr direkt im DaVinci eine weitere Audiospur aufnehmen könnt. Da werden wir dann den Sprecher aufnehmen. Und dann, wie wir das dann hinterher entsprechend schneiden und abwechseln zwischen Sprache und Musik, da werden wir dann so eine richtige Struktur, so eine richtige Geschichte dann halt mit unserem Film erzählen. Ich würde mich freuen, wenn ihr schon mal selber ein bisschen übt. Also nehmt euer eigenes Material, sortiert das, macht euch Gedanken über den Ablauf, schreibt euch vielleicht wirklich ein Konzept auf, wie ihr es machen wollt. Teilt eure Clips im Ablauf in einzelne Bins auf, damit ihr das Ganze ein bisschen beherrschbarer habt, dass ihr nicht mit einem Wust an Clips starten müsst, sondern anhand eures Konzepts dann hinterher den Film aufbaut. Übt mit dem Edit-Modul in DaVinci Resolve, schaut euch nochmal die Tastenkombinationen an, schaut euch nochmal diese Werkzeuge an, probiert das alles mal selber auf. In den Shownotes in meinem Blogartikel, da schreiben wir euch nochmal die Tastenkombinationen auf und so ein paar Stichpunkte zu dem, was wir jetzt erzählt haben, sodass ihr da nochmal nachschauen könnt. Wäre super schön, wenn ihr mir bei YouTube folgt und auch mein Newsletter abonniert, dann werdet ihr auch automatisch benachrichtigt, wenn die nächste Folge online ist. Und ihr könnt mir auch Fragen schreiben. Wir haben uns überlegt, vielleicht machen wir auch mal eine Q&A-Folge, wo wir eure Fragen beantworten. Also schreibt einfach an info@gewegner.de eure Fragen zu DaVinci Resolve, eure Fragen zum Videoschnitt oder euer Feedback zu unserer Tutorial-Reihe. Wir würden uns wahnsinnig drüber freuen. Also wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß im Videoschnitt. Ciao.